Okay, aber... Woher kommen diese anderen Tennants? Aus einer Mama-Tennant und einem Papa-Tennant. Wie bei den Bienchen und den Bärchen, Blödmann. Und noch etwas. Können wir nicht endlich das Kriegsbeil begraben? Ich habe eine bessere Idee. Ich bügel dir mit diesem Neuner das Hinterteil. Und noch etwas. Und was macht ihr überhaupt hier? Es ist Zeit für diesen Monat. Zeit für Georgie zu bezahlen. Normalerweise streichen wir das Bargeld ein. Aber diesmal kassierst du Prügel. Eins verstehe ich immer noch nicht. Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch. Er ist nicht der Einzige. Das ist irgendwie unser Ding. Eins verstehe ich immer noch nicht. Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Eine Frage noch. Verdammt, was hast du mit meinem Dad gemacht? Dein Dad saß schon in diesem Rollstuhl, bevor du geboren wurdest, Milchgesicht. Hoffentlich hat er noch einen für dich übrig. Du wirst ihn nämlich in 3 Sekunden brauchen. Ein Kinderspiel. Dieses Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tennants an. Einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz! Was wir 1931 getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spieler alle ausgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte. Herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor ihm in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, doch. Vergessen Sie es. Von seiner Braut, einer Sängerin namens Trixie Potter, verraten. Die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau. Wenn sie das tut, dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker? Parker? Hey, glauben Sie, er ist mit meiner Freundin Jennifer Parker verwandt? Könnte sein. Heftig. Irgendwie haben wir die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse stattfindet und deine Familie für Generationen dem Tennant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tennants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kid Tennants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setze nur meinen Hut auf, dann bin ich bereit. Ist
der Bart wirklich notwendig? Er ist unentbehrlich. Kid darf nicht wissen, dass du der Störenfried bist, der vor 2 Monaten verhinderte, dass er mich kalt macht. Sicher, dass sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung, von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteiger liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Gut. Ist heute schon geschlossen. Klasse, Frankenstein. Doc meinte, er sei dann hier, wenn er den DeLorean versteckt hat. Keine Zeit zum Haare schneiden, selbst wenn geöffnet werden. Außerdem schneiden die nur wieder zu viel ab. Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Ja. Kennen Sie den Weg? Geradeaus. Immer geradeaus. Der letzte Laden vor dem Inferno. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Mimimimimi. Bitte, lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen. Was in Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Crickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Mike. Mike? Mr. Corleone, was soll diese Aufmachung? Ich ermittle undercover. Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Heidi und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Jo. Spenden Sie für den Uhrenturm. Was stimmt mit dem Turm nicht? Er ist nicht kaputt, oder? Nicht im geringsten. Puh. Er ist nur furchtbar langweilig. Ich sammle Spenden, damit ein Bildhauer ein paar schöne dekorative Skulpturen neben die Uhr setzt. Etwas, das die Menschen an ihre Bürgerpflichten erinnert. Sowas wie Löwen? Oder Wasserspeier. Ein guter Wasserspeier ist unschlagbar. Was ist das alles? Das sind meine Broschüren. Sie schildern wissenschaftlich genau die Schrecken, die jene heimsuchen, die der Versuchung des Alkohols erliegen. Verlorene Wochen. Die mag ich besonders. Es geht um die wahre Geschichte von Johnny, der in seinem Erbrochenen aufwachte und sich nicht an die letzten 2 Wochen seines Lebens erinnern konnte. Heftig. Ja, das sind sie, eine dramatische Geschichte. Gut. Mike, gerade rechtzeitig. Hier, halt das. Wie ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig und alles nur dank dir. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Na dann, danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als ich weg war.
Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein, eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Aha, ich hab's! Was? Ich zeig es dir. Bist du startklar, Einstein? Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Wirst du deinen Augen nicht trauen. Einstein, komm da raus! Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Ausbruch. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Oder jemanden. Kurze Pause.